Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Titan Quest Immortal Throne. Wir haben beim letzten Mal hier das Shangshung-Dorf erreicht. Und begeben uns jetzt direkt weiter. Ja, hoffentlich nach Osten dem Taekin hinterher. Durch Horden von Neandertalern und Säbelzahnlöwen. Die Säbel klauen fallen lassen und ähnliches mehr. Irgendjemand? Da. Dachte doch glatt jemand, der könnte mich aus dem Schutz eines Baumes angreifen. Feigling. Viele so komischen Eis-Kobold-Dinger. Naja, sind ja nicht Kobolde. Sieht mehr so aus wie eben, ja, Wasserspeier, Gargoyles, so in die Richtung. Und hier haben wir jetzt tatsächlich eine sehr schöne Eisregion. Und ja, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Also ich finde die Stimmung im Spiel sehr gelungen. Es ist halt... Man hat wirklich das Gefühl, dass es hier so ein... Ja, irgendwie so wie so ein heller Wintermorgen ist. Kennt das ja, ne? So im Winter ist es zwar kalt, aber Sonne scheint und den ganzen Schnee ist alles sehr hell. So irgendwie wirkt das hier. Ich meine, man sollte meinen, der Charakter erfriert mit den Klamotten, aber... Das ist ja wiederum was anderes. Das war in anderen Spielen schon schlimmer. Es gibt da ein sehr lustiges Bild. Ich will es nicht verlinken wegen... Ja, das könnte auch Kopierschutzrechtliche Probleme haben. Aber... also vermutlich nicht. Man weiß ja nie und ich will es nicht riskieren. Es war so ein Vergleich aus Aion. Also dem Online... Rollenspiel Aion. Es hat jemand einen Charakter genommen, sämtliche Rüstung ausgezogen und einen Screenshot gemacht. Also in so Spielen haben die Charaktere ja typischerweise irgendwie, wenn man alle Rüstung auszieht, noch irgendwelche Unterwäsche an. Und hat das verglichen mit demselben Charakter, der irgendeine High-Level-Plattenrüstung, also hochlevelige schwere Rüstung anhatte. Und die Unterwäsche war deutlich bedeckender als die hochlevelige High-End schwere Rüstung. Das war schon sehr lustig. Aber wie gesagt, man kennt das ja in so Spielen gerne mal, dass je weniger hautbedeckt ist, gerade bei weiblicher Rüstung, desto besser schützt sie. Und hier ist es jetzt wirklich endgültig ziemlich kalt. Also es sind keine Pflanzen mehr zu sehen, es ist halt alles nur noch irgendwie Stein. Und eine Pengklaue. Gucken wir noch mal, was die Pengklauen tun. Okay. Einfach nur Schaden. Na gut. Ist nicht so interessant. Ich habe lieber Sachen, die noch ein bisschen, ja, zusätzlich geben. Sagen wir es mal so. Und Eisgeister. Viecher hier mit so einem Leuchten rum sind, glaube ich, recht oft irgendwelche Questleute. Du da, Gong Li. Well, I thought I was done for. Thank you, friend. Let's see. How can I repay you? Haha, gerettet. Und wir kriegen das Amulett des Puppenmeisters. Na gut, nutzlos, denn ich benutze keine Tiere. Und die Höhle hier ist eine Berghöhle. Ich glaube, die brauche ich nicht. Ich gehe lieber hier lang weiter.
Brunnen. Und weitere Neandertaler. Ich weiß gar nicht mehr, was hier für ein Boss kam. Also ich habe keine Ahnung mehr. Es gab diesen Riesen-Yeti für die Nebenquest, aber das war kein Hauptboss. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr. Interessant. Wobei gut, das Spiel ist so lange her, dass ich mich an viele Bosse nicht mehr erinnere. Deswegen sagt das nicht besonders viel aus. Und es wird Nacht. So, und den Gürtel nehme ich auch mit. Okay, also, ja, Gürtel ist so ein Gürtelding. Zählt aber als Brustrüstung. Es gibt ja keinen Gürtelslot und da möchte ich aktuell mein Set nicht loswerden. Okay, noch mehr Pings. Was wohl offensichtlich nur ganz normale Wildtiere sind. Für den Fall, dass mal jemand fragt, mit solchen Flügeln könnte kein Wildtier fliegen. Viel zu klein. Seien die sind sehr leicht gebaut aus irgendeinem Grund, aber es wirkt nicht so. Also es, ich glaube nicht, dass solche Tiere mit solchen Flügeln wirklich fliegen könnten. Oh, es wird wieder grüner. Wir verlassen die Berge. Ich meine, die Seidenstraße führte doch auch durch so ein Gebirge. Also ich meine, das wäre irgendwie so am Himalaya entlang, durchs Himalaya durch, so in die Richtung. Wiederum, ich kann mich da vollständig irren. Ich weiß es nicht. Ah, und hier haben wir Dinosaurier. Raptoren, um genau zu sein. Übrigens, sehr nahe Verwandte der Raptoren leben auch zu heutigen Zeiten noch und nennen sich Hühner. Die Fortbewegungsweise ist extrem ähnlich. Und auch das Verhalten, naja. Hühner sind halt kleiner, ne? Sind nicht ganz so bedrohlich, aber... Vögel stammen direkt von den Dinosauriern ab und wie gesagt, man erkennt es halt zum Beispiel bei Hühnern wirklich noch sehr. Sie sind halt, ich weiß nicht genau, wie es sich mit Hühnern entwickelt hat. Ich glaube, Hühner sind flugfähige Vögel, die sich quasi wieder in Richtung flugunfähig zurückentwickelt haben. Weil Hühner können ja nicht mehr so richtig fliegen, nur noch so ein bisschen flattern. Aber, ja, sie bewegen sich halt wirklich noch sehr ähnlich wie Raptoren. Oder ich meine, wie sich Raptoren wahrscheinlich bewegt haben. Man hat ja noch nie welche tatsächlich beobachten können, aber man kann aus der Form der Skelette natürlich Rückschlüsse ziehen. Und schon geht's wieder am Berg hoch. Schade, war wohl doch nur so ein kleines Tal. Oh, mehr Raptoren. Kling, kling. Mal gucken, was den Raptorenzähne eigentlich machen. 2% Schaden, 1 Stärke dazu. Eigentlich nicht schlecht. Wenn man das vollständig kriegen würde, wäre das ziemlich gut.
Nutzloses Schild. 8 Schaden gegen Untote. Wow. Das ist jetzt nur wirklich ziemlich nutzlos. Oh, du da. It's all my fault. Our sacred weapons. I was such a fool. Now the brute Neanderthals have them. There's no hope. Neue Nebenquest, oder ich glaube die alte Nebenquest nochmal. Aber wie gesagt, ich möchte mich nicht allzu sehr an den Nebenquests aufhalten. Vielleicht bleibt es dann auch noch ein bisschen interessant, weil ich ja sonst doch schon relativ stark überlevelt bin. Also nicht wirklich überlevelt, aber zumindest von der Ausrüstung her halt besser, als ich vielleicht sein sollte zu diesem Zeitpunkt. Ja, wie gesagt, ich habe ja beim Bossfarmen dann irgendwann die Erfahrung ausgeschaltet. Also es geht mit einem bestimmten Sheet. Also nichts, was man im Spiel eingibt, sondern das ist ein externes Programm, was man dafür nutzt, und da kann man dann quasi sämtliche Erfahrung auf Null setzen. Na gut, gehen wir hier mal rein. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich durch müssen, aber machen wir es einfach mal. Die Zhongmo Ice Caverns. Voll mit Neandertaler. Wir können ja endlich mal die das Mädel vor der Tür fragen. War da irgendwie ein Mädel, oder? Vielleicht weiß die ja was. Oder was doch ein Kerl? Naja. Over the mountains you came. Now into the caves of ice you go. It is the only way. And after that. Ah. But you'll see for yourself. Okay, jedenfalls kein Mädel. Alter Mann. Schon eher. Aber jedenfalls klingt es so, als müsste ich hier durch, weil es sowieso der einzige Weg ist. So, dann hole ich mir auch mal den Buff ab und kümmere mich um die Gegner. Dann oh, Djinn. Djinn sind doch so eine orientalische Sache, oder? Ich meine, da kämen die im Original her. Also ich meine, natürlich ist es inzwischen so, dass diese ganzen klassischen Fabelwesen und sowas wurden ja quasi rumgereicht und jede Kultur hat mal irgendwie so ein bisschen Geschichten dazu erfunden und ähnliches. Ich meine, im Original wäre das mit den Genies und Flaschengeistern und sowas doch aus so aus dem arabischen Raum, so orientalisch mäßig in die Richtung. Wow. Der Djinn hat eine Menge Schaden angerichtet. Nicht das erste Mal, dass Leute diesen Satz aussprechen mussten. Vermutlich haben sie Djinn nur anders buchstabiert. Oh, mehr Raptoren. Ach, kleine Raptoren, was wollt ihr schon? Hm, ich habe eure Eltern getötet.
Noch mehr Standardgegner. Ich möchte jetzt halt diese Episode einfach mal nicht ganz so viel durchlaufen, wie ich sonst so tue. Ich habe noch kein Feedback, weil die Episoden noch nicht freigeschaltet sind. Deswegen weiß ich noch nicht, ob was euch lieber ist. Zur Sicherheit mache ich jetzt hier einfach mal ein bisschen mehr als alles ignorieren. Hopp. Und ein Energietrank. Energietrank meinte ich. Aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Da ich Energietränke halt nicht so oft benutze, liegt der nur auf 0 und da muss ich ein bisschen rumreichen und habe dann stattdessen die 9 getroffen, auf der auch immer noch die Heiltränke liegen. Wenn ich so mitten im Kampf einen Heiltrank schlürfe, benutze ich dafür die Taste 3. Ihr seht ja unten auf meiner Leiste, wie ich es eingeteilt habe. Sehr schön. Wenn die alle so schön hintereinander stehen, dann hole ich quasi das meiste aus meinen durchschlagenden Pfeilen raus. Das ist ganz gut. Und es geht noch tiefer. Interessant. Also falls noch irgendwelche Zweifel bestanden, dass das hier wirklich die Hauptquest ist, so eine tiefe Höhle, wo auch noch gesagt wurde, hier musst du durch. Schon recht eindeutig. Oh, und hier wird ein Boss kommen. Genau, der Riesen-Yeti. Ist doch nicht ganz so optional, ja. Oh, kann mich einfrieren. Das ist natürlich nicht so nett. Ich dachte, ich wäre außerhalb der Reichweite von diesem Atem gewesen, aber... Dem Atem ausweichen ist nicht leicht. Ja, ich habe es versucht. Es geht zu schnell. Ich habe nicht genug Vorwarnung. Ich bleibe einfach stehen und tank das. So knapp. Aber gut, einmal noch und er ist tot. Ein paar primitive Truhen, aus denen kommt, ich glaube, eigentlich nie was Gutes. Und eine majestätische immerhin. Eine Menge Essenzen, aber sonst nichts Gutes. Aber Essenzen sind ja immer recht nett. Was haben wir denn? Linesa's Guile. A Chinese Trickster God. Also ein chinesischer Taschenspielergott. Also Trickster sind so... Ja, ein Trickster ist eigentlich mehr so ein Trickdieb. Drachenkönige. Meister des Wassers in China. Bringt mir Feuerresistenz. Hier ist wieder das Affenkönig-Ding und Jade Emperor Serenity. Der Herrscher der chinesischen Götter. Blitzresistenz. Na gut, na gut, na gut. Oh. Wiederum, Leertaste schließt nicht das Inventar. Aber auch wenn das hier ein Sidequest-Gegner war, ich glaube, das hier ist doch die Höhle für die Hauptquest. Ich meine, man hätte den Boss einfach überspringen können, man hätte vorbeirennen können. Wobei die Truhe wäre, wenn ich mich recht entsinne, verschlossen gewesen, solange man den Boss nicht getötet hat. Ich glaube, das ist bei diesen Boss-Truhen eigentlich immer so. So, ich renne mal wieder vorbei. Ich hoffe, es geht jetzt hier wirklich weiter. Es wäre irgendwie doof, wenn das hier doch nur eine Nebenaufgabe ist. Thank you.
ihr wollt alle hinter mir her. Das ist in Ordnung. Na gut, die ornamentale Kiste möchte ich dann doch. So, danke. Geschmückte Kiste. Also Ornamente sind ja... Ist ja auch ein deutsches Wort, von daher. Stehen bleiben oder rennt mir hinterher, wenn ihr unbedingt wollt. Ich gehe hier lang. Tschüss. Kantai Mountains. Wow, 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 wow. Dann rennt mir halt hinterher, wenn ihr unbedingt sterben wollt. Hier geht's ja direkt weiter mit Action. Keine Ruhe hat man mal. Aber hier unten ist das nächste Dorf. Haha. Und zwar... Also, nicht Dorf, aber immerhin so. Sky smiles on the traveler. Earth gently holds his feet. Day and night or a soft song, the great spirit sings. Das ist wirklich sehr schön, aber... Jetzt nicht ganz so relevant, danke. Peace find you. Ja, der Frieden finde mich. Hat der irgendeine Ahnung, wer ich bin? Wenn es eins in meinem Leben nie geben wird, dann Frieden. So. Ja gut, aber die weitere Erkundung dieser... gebirgigen Gegend hier. Schrecklich. Gibt's beim nächsten Mal. Tschüss, bis später.